finde das Ende, das rundet das Spiel perfekt ab. Mit diesem unangenehmen, ja. Dieser unangenehme Moment, der rundet das Spiel extrem ab. Ja. Gut, damit haben wir das Spiel auch durch. Nein, noch ist es nicht vorbei, noch müssen sie noch groß werden. Das ist. Ja, komm, das ist die Zwischensequenz, die werden wir eh durchlaufen. Ich glaube, das Buch ist gerade gekommen. Ist doch eh egal. Wird sowieso verbrannt. Und den Baum im Garten, den müssen wir ausreißen. Und auch verbrennen. Und die Maulwürfe loswerden. Und das Spielzeug verbrennen. Die verdammten Bienen im Garten unter dem Baum. Die Eichhörnchen, die müssen wir ausmisten und töten. Und da bin ich. Eine Überraschung, alles nur ein Traum. So, von Anfang an klar. Rose. Also da wurde jetzt nie ein Geheimnis draus gemacht. Cody. May. It works. Yeah. Yeah, we're back. Where's Rose? I don't know. Der Affe. Reiß ihm den Kopf ab! Nee, das war der Elefant. Nee, der Elefant ist schon tot genug. Hey. What? A letter. Dear Mom and Dad, I'm sorry that I did this to you. I know how to make everything good again. All you have to do is stop fighting. I know I'm not a perfect daughter. Es fährt ein schwarzer Van vor ohne Scheiben und sammelt so ein. Gibt Süßigkeiten. Sweets inside. I know it's my fault you want to divorce. She's blaming herself. She thinks it's her fault. I'll leave you alone so you can become friends again. You should be friends. I love you, alternative Mom. Ending. I love you, Dad. Alternatives yes. Ending ist, es kommt jetzt einfach irgendwo. So. Was für ein Thema hatten wir gerade vorhin? Genau dieses. Ja. Ich glaube, mehr müssen wir dazu nicht sagen. Ja. Allein irgendwo im Wald nach der Bushaltestelle. Ja. Wo wohnen die eigentlich? Ja. Wie kommt die jeden Tag zur Schule? Don't worry about me. You can go home. No. Rose, honey, it's not your fault that we've been fighting. Und da kommt die Polizei. Die kommt richtig. Die kommt richtig. Die kommt richtig. Gleich die beiden Eltern verhaften. Das ist. Ich hab da einiges. Für den Mord an einem Elefanten. Kindheitsvernachlässigung und so weiter, das ist, da gibt's einiges, was da. Happens, was man da machen könnte. We will always be there for you. And we'll always love you. Always. Da bin ich mir nicht so sicher. Okay. Come here. Ich glaube, er hat niemals falsch buchstabiert. Das Buch verbrennt es. Ja, los, Cody. Du weißt, was das ist. Das Buch. Jetzt nimm's und zerstör das Ding. I found it at school. In a trash can. Ich hatte recht. In a trash can. Sometimes da, wo es hingehört. Manchmal sind Schätze im Müll und steckt es ein.
Dieses Ending, es ist. Ich verstehe dieses Ending nicht, Morty. Es ist, als ob. Es ist so schlecht. Als ob das Buch es geschafft hat, die beiden wieder zusammenzubringen. Es ist, als ob das. Als ob diese Versuche von dem Buch, die haben sie miterlebt im Spiel. Ist, als ob das geklappt hat. Als ob das ist. Das hält eine Woche oder es ist eine posttraumatische Belastungsstörung. Eins von beidem. Alles wieder happy, happy family, alles wieder komplett gut. Als ob. Es reicht bis zum nächsten Streit. Ja. Entweder das oder sie werden sich niemals scheiden, weil sie Angst haben, was dann passiert. Ja, da haben wir die Credits. Ja. Ah, schön. Ich guck mal eben, wie viele Achievements wir geschafft haben. Wie viele Achievements du geschafft hast. Das ist eine gemeinsame Leistung gewesen. Oh, wir haben 17 von 20. Was sind die letzten drei? Sind es versteckte Achievements? Alle Minispiele. Ja, haben wir ein paar verpasst. Oh, lol. Okay, da haben wir was verpasst. Das sind einige Level-Designer. Okay, ich weiß sogar, welche drei wir verkackt haben, aber die sind vollkommen irrelevant. Das Wichtige haben wir. Oh, die Hummel. Die scheiß Hummel. Hol die elektrische Fliegenklatsche. Ah, das Lied nochmal. Und sie stellt das. Sie stellt das Buch in Regal. Das Buch kommt nicht ins Regal. Es kommt zurück in die Mülltonne, wo es herkam. Und die Sprecher. Wen interessieren die Sprecher? Sehr schönes Lied. Die Lyrik sind einfach. Ha, ha, ha. Mit dem Song ist verschenktes Potenzial. Ansonsten solides Spiel. Es war lustig. Also eigentlich die seltensten, das seltenste Spiel. Da hätte man noch einen so richtig coolen Song noch reinmachen können zum Ende. Das hätte noch richtig. Wie aus. Hier, wie. Da lobe ich mir. Hier, wie hieß das? A Juggler's Tale. Das ist. Das hast du wahrscheinlich nicht gespielt, oder? Hab ich dir das geschenkt? Oder das habe ich dir geschenkt? Nein, oder habe ich das Plus geschenkt? Und ich hätte es auch nicht angenommen, weil das halte ich für den Preis für. Und da habe ich das Prof geschenkt, dann habe ich das Prof geschenkt. Vermutlich. Die habe ich zu Weihnachten, ich glaube, zu Weihnachten habe ich dem Fahrer geschenkt, oder? Ja. Das stand eh auf meiner Liste. Von das noch spielen. Danke, nochmal. Aber Juggler's Tale, wirklich großartiges Spiel. Das ist halt, da gibt's halt diese eine Szene, die halt wirklich, da kommen halt die Banditen, Achtung Spoiler, kommen halt die Banditen und fangen die kleine Abby und dann singen, laufen die durch die Landschaft und singen dieses Banditenlied, was halt einfach, es ist halt fantastisch. Es ist halt, was halt irgendwie das könnte ein eigener Titel auf Spotify sein, wo du denkst, what the fuck? Das ist, bisher lief das Spiel so, okay, ja, schön Landschaft und tolles Ding, und dann kommt dieses Lied, das ist, was die einfach aus den Socken haut. Das ist halt hier so top. Oder halt, was wir vorhin hatten, das Golf Club Wasteland. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber jeder einzelne Song in dem Spiel ist original von den Entwicklern in Auftrag gegeben und exklusiv für das Spiel. Dieses Lied, was in Juggler's Tale, da könntest du Preise verleihen. Das ist halt einfach das, wo du denkst, what the fuck, die einfach mitten in einem Spiel drin irgendwie, wo du denkst, das ist nicht ein Spotify-Link, wo ich gerade drauf geklickt habe, sondern das ist einfach mitten, das ist Teil vom Soundtrack. Das ist halt einfach hier drin, das ist, wow. Ja, und dann haben wir so ein sehr hochwertiges, sehr teures Spiel und da ist der Song einfach so Das ist so verschenktes Potenzial, also wirklich. Das wäre jetzt richtig der Renner gewesen, wenn man da hier noch wirklich nah die reingehauen hätte. Nicht ansatzweise so cool wie in der Juggler's Tale. In der Juggler's Tale war das auch cool, weil es unerwartet kam. Genau deswegen war das so gut. Das ist halt wirklich, what? Ja, und hier ist genau das Gegenteil. Hier erwartest du was Geiles und dann kriegst du Scheiße. Ja. Aber insgesamt war das Spiel doch gut, würde ich sagen. Oder das ist sehr gut sogar. Das Spiel hat Spaß gemacht. Hat doch solide Spaß gemacht. Ja, aber also Spielspaß. Also Spielspaß muss ich wirklich sagen, auch wenn die Story war teilweise kacke. Die Story ist am Arsch. Die Story braucht mir nicht reden, die ist wirklich scheiße.
Aber das Gameplay, also das Spiel hat doch bis zum Ende Spaß gemacht, oder? Hast du irgendwo an irgendeinem Zeitpunkt Langeweile gehabt, oder was ist das? Das Garten und das letzte Level waren jetzt nicht so stark. Vor allem das letzte war. Ja, aber das Finale hätte ein bisschen stärker können sein, aber. Das war doch uns. Ja, sonst war's gut. Grafisch echt top, das ist echt die Grafik. Ja, grafisch echt. Muss man sagen, ist es super. Die Charaktere sehen, also die menschlichen Charaktere sehen ein bisschen seltsam aus, aber. Ja. Darum geht's ja auch nicht wirklich. Die sind ja Nebenwerk. Das ist ja, die Menschen, ja, ich finde halt, die sehen hässlich aus als in A Way Out. A Way Out sind wir auch noch. Muss gleich mal gucken. Ja, A Way Out würde ich gerne mit dir spielen. Muss mal gucken, muss mal ein bisschen rechnen gleich. Aber dazu können wir gleich was machen. Bevor wir nur eine Runde Schach spielen. Gut, hat aber auf jeden Fall. Es ist auch dieses, auch die. Ich muss einfach mal loben, die Idee mit dem, dass da halt das Spiel. Ich weiß nicht, ob das bei The Way Out auch so ist. Ich war der Meinung, dass da beide das den Spiel für besitzen müssen. Auf jeden Fall finde ich das großartig, dass hier das It Takes Two, dass das nur einer besitzen muss und der andere das mitspielen kann. Das ist auf jeden Fall großartig. Und es funktioniert auch super. Das ist. Wir haben hier. Wie war das hier? The Game of Life, das funktioniert theoretisch auch so, dass nur einer das besitzen muss und andere mitspielen können, aber das war dann ja aus irgendwelchen Gründen am Internet oder irgendwie an deren Servern oder so weiter. Es funktioniert hier top, ich kann es bei mir streamen, es funktioniert super und fehlerfrei und ja, fehlerfrei ist jetzt eher nicht, aber wir hatten ein paar Bugs, aber vor allem gegen Ende. Und du kannst es ja nur im Multiplayer spielen. Also du bist sogar auf einen Freund angewiesen, dem du das dann geben musst. Also eben dann so, das ist halt. Naja, oder du hast zwei Controller, das geht auch. Ja, aber. Stell ich mir im Speedrun super interessant vor, wenn jemand einfach mit einer Tastatur und einem Controller macht. Macht ja auch nicht Spaß. Also wirklich top Game, würde ich sagen. Insgesamt bewertet, würde ich sagen, ein sehr gutes Spiel. 7,5 von 10, würde ich sagen. Ja, It Takes Two. Ich gebe ja mal 100% Wertung, das ist da würde ich schon. Weil das Gameplay halt wirklich so toll ist und die Grafik so toll ist. Die Story ist halt ein bisschen kacke. Weil meine Bewertungen sowieso immer kacke, weil irgendwie seltsam sind. Das ist halt. Ich bewerte halt normalerweise. Das ist, bei mir wird. Ich bewerte eigentlich so wie alle Spielekritiker. Oder wie alle Kritiker. Wenn etwas unter 80% ist, ist es schon mies. Das ist schon. Das ist halt so. In der Sparte von 80 bis 100 wird so bewertet. Das ist da halt so ein bisschen, dass man da nicht mit. Dass man damit. So muss man, glaube ich, auch bewerten. Das ist. Du bist schon rausgegangen aus der Sitzung? Ich bin noch drin. Da wurde ich gerade rausgeschmissen. Oder hat es mich selbst rausgeschmissen? Danke. Würdest du bitte aufhören zu drücken? Endloses Spiel, bitte. Ja, das habe ich doch die ganze Zeit versucht einzustellen. So. Show me your moves, May. Alles klar. Dann zieh mal. Spielen wir eine Runde Schach. Ich beginne wieder. Fange ich mal diesmal hier an. Sie beenden mit Remis. Ja, genau das. Das kenne ich vom Gong, wo dann auf einmal einfach denselben nochmal vorschieben. Kurz vorm Ende einfach aufgehört hat. Kann ich den eigentlich jetzt rausbewegen? Ja, juhu. Du kannst, heißt nicht, dass du solltest.
Dann schlägst du mich. Nee, komm. Den Turm sollte ich, glaube ich, drin behalten. Ich habe übrigens gerade keine Ahnung, was ich hier überhaupt mache. Ich plane hier gerade überhaupt nichts. Was machst du denn? Wie gesagt, ich plane hier gerade überhaupt nichts. Okay. Ich schieb einfach Figuren rum. Das ist gut, dann gewinne ich das vielleicht sogar. Nee, kann er nicht. Schade. Nee, das will ich nicht. Den hier wollte ich mal gucken. Habe ich nicht gerade schon einen Springer rausgeschickt? Ja, hier. Der kann aber nicht, wenn ein Bauer davor steht. Clever. So, was kann ich tun? Was kann ich tun, damit er werde ich geschlagen? So vielleicht. Jetzt auch nein. Ah, verdammt. Smart move, huh? Ist jetzt auch so ein bisschen Harry Potter Anspielung. Ist jetzt hier. Mit lebenden Schachfiguren, die bewegen sich ja auch so ein bisschen. Den sollte ich hier lassen. Wollen wir den Bauern bewegen? Naja, da steht mein König schon wieder am Schach, oder was? Ach, tut er das? Nee, tut er scheinbar nicht. So, zieh deinen Zug. Und tschüss, Mann. Yes, that'll do. Das war so klar. Warum auch nicht? Deshalb habe ich den da hingestellt. Okay, das kann ich nicht. Ja, da block ich gerade schön deinen Bauern. Warum kann ich den eigentlich nicht einsetzen und den schlagen? Ist doch eigentlich scheiße. Du könntest den hier vorziehen, aber warum sollst du? Kann ich den Turm mal hier hinsetzen? Ja, übrigens nochmal Disclaimer, wir haben beide absolut keine Ahnung von Schach. Ich so ein bisschen, aber... Das interessiert mich nicht wirklich. Ich hab's mal gespielt, deswegen habe ich noch so ein bisschen Ahnung. Ist aber auch ewig her. Okay, der kann nicht ziehen. Dann ziehen wir den zurück. Auch nicht schlecht. Ein bisschen Verteidigung um den König rum. Hast du nicht gemeint, dass du Schach spielen kannst? Ich kann Schach spielen, aber denkst du, ich konzentriere mich hier? Warum kann ich den nicht schlagen? Das ist doch blöd. Weil du es nicht kannst. Schwachsinn. Den hier auch nicht. Nein. Wo direkt davor steht. Was kann ich überhaupt? Das kann ich. Ja, das kannst du. Kann ich jetzt vielleicht? Natürlich nicht. Du kannst nur schräg schlagen. Mit Bauern. Also so meinst du? Ja. Alles klar, was hättest du auch sonst machen sollen? Er stand halt direkt vorm... ...vom König, was soll er sonst machen? Ich hab
jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Das wäre super dumm, wenn ich das machen würde. Das wäre wirklich super dumm. Ziehen wir einfach mal mit ihm. Das wäre wahrscheinlich auch super dumm. Nein, warum? Ja, tatsächlich könnte ich es mal machen. Warum nicht? Das ist wirklich nicht der... Das ist wirklich nicht großartig Ahnung von Schach. Er hat wirklich den König jetzt gerade alleine. Und den kann ich nicht zurückziehen. Nein, Bauern kannst du nicht zurückziehen. Den könnte ich eins nach vorne, dann ist die Dame frei. Dame ist sowieso frei. Ja, hat irgendjemand behauptet, dass ich viel Ahnung von Schach habe? Nein. Ich hätte auch den Bauern schlagen können, aber was soll's. Das andere Pferd ist schon weg, oder? Ja, das andere habe ich geopfert. Und dein Pferd hast du gerade geopfert. Ja, das auch. Ich habe einen Bauern dafür geopfert. Das ist der Bauer da, wo ich ihn brauche. Ja. Das bringt mir relativ wenig. Der kann nur schräg schlagen. Der kann überhaupt nicht schlagen. Tja. Na, warum nicht? Machen wir mal eins. Mach deinen Zug. Du, das war relativ... Okay, kann ja, ich nach hinten... Du weißt, dass du nicht großartig mehr... Das ist scheiße, weil ich nicht nach hinten schießen kann. Exakt. Der Turm kann auch schief schlagen, oder? Find's raus. Kann ich eh nichts anderes machen. Alles klar. So, damit könnte ich... Kann die Königin schlagen. Exakt. Du kannst absolut nichts dagegen tun. Warum zum Henker? Kann ich zurückschlagen, das ist ja blöd. Dann kannst du mir... Ich krieg den Turm weg. Gut, dass ich mich darauf verlassen habe, dass du wirklich nicht gut spielst. Das war's mit deinem anderen Turm. Gut. Oh, das war ein respektabel schlechter Zug gerade. Mein Turm räumt ordentlich aus. Also egal was du machst, eine von den Figuren wirst du verlieren. Okay, du opferst dein Pferd. Schön. Verdammt. Und du deinen Turm. Ja, das war aber auch geplant. You, Cody. Just wait till the next one. Davon bin ich eigentlich ausgegangen. Es war ein Wunder, dass der so lange überlebt hat. So, das
mache ich einfach mal nicht. Dann kann ich auch nicht bewegen. Ihn kann ich bewegen. Gut, da ich die Namen nicht mehr habe, habe ich quasi verloren. Nee, nee. Die kannst du ja wieder kriegen, wenn du einen Bauer bei mir rüben hinsetzen kannst. Ach, das geht? Natürlich, das habe ich vorhin gemacht. So wusste ich nicht. Ich schätze dich gerade wirklich richtig ein. Ja, ich bin halt nicht gut im Schach. Und du hast nur noch Bauern. Und einen König. Ja, aber der König bringt dich... Verdammt mich. Du weißt, dass ich jetzt nach und nach einfach sämtliche deiner Bauern ausradieren werde, oder? Ja, ich habe doch schon so gut wie verloren. Jetzt ich kriege irgendwie eine Dame wieder. Kannst du? Next Bauer. Das ist halt scheiße. Den habe ich dir geschenkt. Welchen nehme ich? Nehme ich den mittleren oder nehme ich den? Ich nehme einfach mal ihn, weil da drüben habe ich mehr Figuren übrig. Easy! Alles klar, danke dafür. Spart mir ein bisschen was. So, egal was du tust, ich glaube, du hast mindestens eine Figur verloren wieder. Ja gut. Mal gleich aufgeben. Kannst du, jederzeit. Diese Möglichkeit hast du immer. Springer hast du auf Weiß. Mhm. Okay, das, deine Entscheidung ist also, den hier zu opfern? Yeah! Schön. Du hast noch genau zwei Bauern. Mhm. Und egal was du ziehst. Ich weiß doch, was ich verloren habe. Ja. Du akzeptierst es mittlerweile auch einfach. Ja. Mit dem König vielleicht noch jemanden schlagen. Du kannst es versuchen. Ein kleiner Ratschlag. Egal was du jetzt ziehst. Du wirst mit. Wenn du den König verschiebst, dann hast du eigentlich im Grunde verloren. Das habe ich auch gerade gesehen. Was soll ich sonst noch tun? Das musst du mir sagen. Ich will dir nur den Rat geben, weil ich genieße das gerade so ein kleines bisschen. Alles klar, platzieren wir ihn erstmal. Das wäre sowieso klar. Wo muss ich ihn platzieren? Prinzipiell passt er da sogar. Ist ja eigentlich wurscht. Sehen wir ihn hier. Schach. Ist ja völlig Wumpe, was ich jetzt mache. Nein, nicht ganz. Du kannst noch gewinnen, theoretisch. Nee. Müsst ja deinen König besiegen. Ja, und das ginge. So, ich glaube nicht dran, aber. Mal eben. Ich glaube den letzten. Schach. Ja, Schach. Ah, das geht also. Ja, muss ich ja jetzt machen. Der Zug geht ja gerade nicht. Prinzipiell geht. Warum holst du den Bauern nicht? Sollte ich den Bauern holen? Paul ist momentan keine Gefahr. Was anderes kann ich aber auch gerade nicht ziehen. Mir gehen die Züge aus. Mein König steht mitten auf dem Feld. Das ist schon beeindruckend. Was mache ich jetzt? Das werde ich nicht machen. Geben wir dem mal ein bisschen Luft zum Atmen. Könnte ein Fehler sein, glaube ich aber nicht. So. König kann nichts tun. Na dann. Schön, der Bau ist jetzt also komplett sinnlos. Nice. War auch vorher. Ich hab keinen Zug mehr wahrscheinlich. Hast du unendlich viele Züge? Solange wie ich entscheide, dass du Züge hast. Du ziehst dich einfach mal hierhin zurück. Das ist so blöd.
kann nichts anderes. Ja, du kannst nur den König bewegen gerade. Na gut, wollen wir mal nicht so sein. Das war's mit dem letzten Bauern. That's it! Ja, da kann ich ja sowieso nur... Sieh, wohin du es für richtig hältst. Ich zögere nur das Ende heraus. Im Prinzip. Wenigstens noch ein Bauer losgeworden. Das ist ja noch die Dame, das ist ja blöd. Ja, ich weiß. Ziehen wir mal den König hier hin. Das wäre ja zu dumm, wenn ich dann, damit wenn ich den König am Ende noch besiegen würde. Also wird nicht passieren. Es kann. Aber wird nicht. Wenn ich will, dass es passiert. Ich habe momentan hier die komplette Kontrolle über das Feld. Es wird nicht passieren. Na, was soll's. Cody gewinnt. Ich hatte gehofft, dass du den Zug machst. Kannst nämlich absolut nichts mehr machen. Ich habe alles so blockiert, dass egal wohin du ziehst, du geschlagen wirst. Na. So geht Schach. Noch ein Spiel, oder? Nee. Da steht es 2-0. Ja, du wolltest eine Runde und ich habe dich halt komplett vernichtet. Ja, das war ja klar. Und ich bin kein guter Schachspieler, ich bin aber ein Schachspieler. Ja, auch nicht. Hier gibt's übrigens die Schachregeln. Ja. Hätte ich bemerkt. Hättest du auch jederzeit nachgucken können. Aber wurde einem auch angezeigt. Ja, du hast übrigens genau einmal einen Zug gemacht, wo ich gehofft hatte, dass du ihn nicht tust. Oh, das hätten wir vorhin gar nicht gemacht. Aber war ja klar, dass ich das schlecht daran bin. Ich habe auch nicht gehofft, dass es... Kommst du mal eben ans Radio? Schaffen. Das hatten wir vorhin nicht gemacht. Okay. Wo bist du? Am Radio. Was bringt das? Wir können Sender suchen. Ah. Hier gibt's scheinbar was. Alles klar, sinnlos. Gut. Gut,